Willkommen zurück hier bei Let's Play Alan Wake. In der letzten Folge sind wir hier beim Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. See Das alte angekommen. Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Okay. Interesting. Ja, wir sind in der letzten Folge hier in der Hütte angekommen. Und jetzt müssen wir reingehen. Das Licht scheint da schon so richtig gut durch. Ihr merkt schon, das Licht spielt in diesem Spiel einfach eine sehr große Rolle. Und irgendwie jetzt gerade, wo es so zum Winter hingeht und so. Ich weiß nicht, das passt gerade irgendwie auch von der Stimmung her. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade richtig Bock auf das Spiel und ja. Alice? Schatz? Ich weiß nicht, ich wollte hier schon vorhin mal nach unten gehen. Die alte Tür hatte mich getäuscht. Alice wäre bei Dunkelheit nicht rausgekommen. Das Wasser war schwarz. Ich konnte nicht anders und musste mir alle möglichen Schrecken vorstellen, die in der Tiefe dort unten lauerten. Same. Vielleicht sollte ich auch Bücher schreiben. Es ist gerade schon ein bisschen dunkel im Dings, ne? Auf dem Monitor. Drehe mich nochmal um. Ja, es ist echt ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich den Filter, den ich letzte Folge ausgestellt habe, doch erstmal wieder an. So, jetzt habt ihr es ein bisschen heller. Ja, ich glaube, so ist es ein bisschen besser. Und ja, sonst müssen wir gucken, wie es sonst noch mit der Dynamik aussieht. Aber das geht eigentlich bisher fit. So. Okay, wo geht's eigentlich hier rein? Ich habe eine Überraschung für dich. Okay. Interesting. Hallo? Überraschung. Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Verdammt. Alan? Alice. Alan! Alice! Waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Es war irgendwie klar, dass genau das passiert. Lol. Alan! Hilf mir! Was zum... Alan! Nein! Nein! Ah! Alice? Oh nein! Immer weiter! Wach auf! Alice? Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Okay. Bei Alice Sachen war ein Buch. The Creator's Dilemma. Von Dr. Emil Hartman. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Same.
Ich habe keine Ahnung. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt wieder passiert ist, aber ich hoffe, das klärt sich auf. Mist. Tschüss, Auto. Bye, bye. Naja, wir müssen eh zu Fuß weiter. Das Auto hätte uns nicht mehr weitergebracht. Ja, irgendwie hatten die Leute im Internet vielleicht doch recht, dass man sich daran gewöhnt. Hallo? Also an die Kamera. Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Das kommt mir sehr bekannt vor. Departure von Alan Wake. Okay. Moment. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Bist du dir sicher? Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Ich verstehe den Sinn dahinter gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Folge 1, Albtraum. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Okay. Und das hatten wir noch nicht? Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Okay. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Dafür ist es, glaube ich, schon zu spät. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Okay. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war, doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe, nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Ich verstehe den Sinn dahinter irgendwie nicht. Es ist... Ja, es fehlt irgendwie die Reihenfolge, finde ich, oder?
Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Ich verstehe den Sinn nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, vielleicht sind das hier auch irgendwie Episoden, die im alten Safe-Game drin waren. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich dieses ganze Manuskript-Ding erstmal beiseite legen. Ich bin verwirrt. Oh nö. Bitte, ich hatte einen Unfall. Nicht schon wieder. Naja, immerhin ist es hier hübsch. Nein, fall da bitte nicht runter. Danke. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Oh Mann, hier ist irgend so eine komische Siegerei. Ich glaube, das Ganze macht's halt nicht besser. Aua. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Okay. Interesting. Hey! Hey, Sie! Wer nicht an? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fahrt! Verdammt! Goldstucky! Wirklich erfreut. Eine Anzahlung ist erforderlich. Ehrlich und fair. Okay. Ich habe ein Manuskript gefunden, F5. Welches ist denn das? Wake bekämpft ein... Okay. Ihr wisst, was ich meine. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Okay. Ich bin verwirrt. Tut mir leid. Lol. Ich glaube, ich sollte einfach nur wieder ins Licht rennen, oder? Mist. Das ist der neueste Trend. Tschüss. Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Danke. Während Ihres Aufenthaltes empfehle ich Ihnen... Was ist denn schon wieder los mit... Das ist der neueste... Mit der Grafik und so. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Ja. Zwei. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Hallo? Sehenswürdigkeit. Und tun gleichzeitig etwas für ihre... Oh. Nicht gut.
Oh oh. Da muss ich aber los. Danke. Es gab noch mehr davon. Oh oh. Kann ich das Ding irgendwie drehen oder so? Ich verstehe es irgendwie nicht. Okay, jetzt ist sowieso over. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Haben mich diese Pfeile nicht immer zu so geheimen Verstecken geführt? Ja. In meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Okay, ich benutze das jetzt mal noch nicht. Ich werde das jetzt irgendwie die ganze Zeit so versuchen und am Ende bringt es halt nichts, aber... Scheiß drauf. Ups. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Es ist Rasenmäher. Aua! Du blödes Miststück. Mann. So eine bodenlose Frechheit. So, hier ist erstmal eine neue Manuskriptseite. Habe ich die schon angehört? Anscheinend schon, weil sie nicht neu ist. Vorhin hatten wir ja... Ich weiß es gar nicht mehr. Welche hatten wir denn vorher? Das mit den Vögeln hatten wir halt auch schon. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht, wenn ich ehrlich bin. Das sind vielleicht die alten Seiten, die ich schon im ersten Run quasi hatte, obwohl ich ein neues Spiel gestartet habe. Das heißt, eigentlich müsste alles neu sein, aber... Ist es vielleicht nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir müssen bei der Audio auch noch mal kurz ein bisschen was ändern. Und zwar hier, Lautstärke der Filmsequenzen machen wir auch mal auf diese Lautstärke. Na, vielleicht ein mehr, komm. Oder waren es jetzt zwei mehr, keine Ahnung. Was zum Teufel war das? Ich bin gerade richtig gehypt, einfach weiter zu spielen. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Ja, kann ich verstehen. Das ist auch ziemlich weird hier. Aber irgendwie, es ist einfach richtig cool hier, keine Ahnung. Hallo. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Okay, wenn es ihm Spaß macht, dann soll er mich meinetwegen den ganzen Tag stalken. Aua! So. Langsam erkenne ich, glaube ich, auch den Sinn von den... Ja, das klappt. Okay, super. Von den Batterien wechseln. Vorher dachte ich mir so, okay, weird. Lol. Und nun?
Ah, okay, wahrscheinlich ist das in der Hütte da drin. Also die Kiste. Genau, ich erinnere mich. So. Aua. Hat ja super geklappt. Na gut, wir sollten aber ja jetzt langsam an der Tankstelle ankommen. Denk mal, ganz so weit ist es nicht. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Das kriegen wir hin, keine Sorge. Oh, Gegenstandslimit erreicht. Ärgerlich. Ah ja. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Na toll. Sind hier denn irgendwelche Kabel oder so, die mir zeigen könnten, wo der Generator sein könnte? Sieht nicht gut aus. Na, klasse. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Tja, das kannst du knicken, mein Freund. Da oben waren wir ja schon. Ich denke nicht, dass die den Generator genau da verstecken, wo wir schon waren, oder? Aber kam man nicht irgendwie auf der anderen Seite nach oben oder so? Ach so, er meinte da nach oben. Ja, das kann auch sein. Ich meine, ich verstehe ja was... Ah, das ist aber jetzt nicht der Generator, oder? Nein. Sonst wäre over gewesen, glaube ich. Mit mir. Psychisch. Da hinten ist, glaube ich, der Generator. Oder? Oh nö. Hör mal auf, hier mit deinem Müll zu werfen. Oh oh. So, er ist gone. Und tschüss. So. Hier können wir sogar reingehen. Eine neue Manuskriptseite. Ich schaue erstmal wieder kurz nach F5. Aber nee, hier fehlt immer noch die Seite. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe die Logik hinter den Manuskripten nicht, aber... Wie gesagt, das ist auch schon echt lange her, dementsprechend... Vielleicht kommt es ja noch. Who knows? Hallo? Hallo? Okay, interesting. Ich sehe es schon kommen, dass uns diese Gerätschaft irgendwann umbringen will. Deshalb gehe ich da jetzt schon mal nicht lang. Ja, ich bin paranoid. So kennt man mich. So, dann benutzt den Scheiß mal. Oh, ich muss das selbst bewegen. Uff, das ist nicht meins. Aber so ist doch gut. Hoffe ich. Es ist auch cool, jetzt, also ich hatte eigentlich vor, ein anderes Horrorspiel erst aufzunehmen, aber irgendwie, weiß ich nicht, das hier ist ja schon so ein bisschen Horror. So kommen wir schon wieder so ein bisschen in die Richtung rein und dann, ja, ich vermisse halt einfach Outlast, muss ich sagen. So auch die Zeiten damals. Vor kurzem hat ja sogar Red Barrel, so heißt der, glaube ich, so war hieß, glaube ich, der Dings, der ja, Entwickler von Outlast, hat ja sogar angekündigt, dass demnächst irgendwas Neues kommt. Und ich dachte so, boah, cool, aber Juhu. Ja, ich weiß nicht, ich war total gehypt, aber ich weiß ja nicht, ne? Ich
Ich denke, das wird alles noch ein bisschen dauern und müssen wir mal gucken. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Patch, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Interesting. Vielleicht finden wir ja den Hund. Wär mal was. Hier ist auch schon wieder irgendwas. Naja, im Moment sind die Kisten ja noch nicht so gut versteckt, aber ich erinnere mich, meine ich daran, dass das später schon ein Stück war, was man dann laufen musste. Hier ist wieder eine Manuskriptseite. Ich weiß nicht, ich werde da jetzt immer reingucken, aber nur wenn da halt so ein Fragezeichen steht, werde ich, werde ich das Ganze mal abspielen, ansonsten... Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Oh nö. Der Magensprenger ist der Beste. Gar keine Frage. Der Monster da kommt gleich. Ich höre ihn doch schon wieder die ganze Zeit hier so dumm rumschreien. Oh oh. Aha. So kriegt mich der Arsch halt nicht. Aber irgendwo hier draußen muss der ja sein, oder? Safe Haven, ja, das stimmt wohl. Ich muss auch sagen, ich habe wieder so richtig kalte Hände, wenn ich dieses Spiel spiele. Hi. Das war nicht so nett. Oh oh. 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 Auf Wiedersehen. Ja, jetzt wissen wir immerhin, wofür das zu gebrauchen ist. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Naja, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich muss, aber so die Minimap zeigt es einem ja so ganz grob an. Aber ich weiß nicht, ich fühle die Stimmung einfach gerade so richtig. Ich weiß auch nicht warum. Oh nö. Wer bist du denn? Auf Wiedersehen. Oh shit, aua. So. Da liegt wieder eine neue Manuskriptseite. Ich schaue auch mal wieder kurz, ist hier irgendwas neu? Nö, einfach nur fehlende Seite. So, hier erstmal wieder kurz im Licht. Ich weiß nicht, ich find's schon echt weird.
steht hier schon wieder so ein Gerät, was uns gleich umbringen will. Was war das? Aha. Wieder ein gelber Punkt. Aha. Gut, aber ich würde auch sagen, an der Stelle setzen wir dann mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, ob wir bei der Tankstelle ankommen werden. Bis dahin.